Freitag, 13. Januar, die neue Welle aktuell hier bei Waden-TV. Bundespräsident Wulff kann sein Amt nach Ansicht des SPD-Vorsitzenden Gabriel nicht mehr unbefangen ausüben. Wulff wohne zwar noch im Schloss Bellevue, aber das, was in den letzten 60 Jahren einen Bundespräsidenten ausgemacht habe, repräsentiere er nicht mehr und werde es auch nicht mehr repräsentieren. Nach den Worten des SPD-Chefs verkomme die Affäre Wulff allmählich zu einer Posse. Zum Rückzug bewegen oder gar zwingen können ihn aber nur die, die ihn ins Amt gebracht hätten. Das seien Kanzlerin Merkel und ihre Koalition. Als erste Medien veröffentlichen heute die Zeitungen Welt und Welt am Sonntag ihre Fragen an den Bundespräsidenten und die Antworten darauf. Zuvor hatten mehrere CDU-Landesverbände vergeblich an Wulff appelliert, wie versprochen, alle Details zu seiner Kredit- und Medienaffäre ins Internet zu stellen. Die Polizei hat mit dem Absperren der S21-Baustelle am Südflügel des Stuttgarter Hauptbahnhofs begonnen. Heute früh gegen 3 Uhr waren nach Behördenangaben 1.900 Beamte im Einsatz, darunter 400 Bundespolizisten. Rund 600 S21-Gegner hätten sich vor dem Südflügel eingefunden, um den Weg zu versperren. In den kommenden Tagen soll der Südflügel entkernt und dann abgerissen werden. Die USA wollen Tausende ihrer Soldaten aus Deutschland abziehen. Details nennt das US-Verteidigungsministerium aber nicht. Die USA haben derzeit in Europa noch 4 Kampfbrigaden, 3 in Deutschland und 1 in Italien. Zu einem Brigadeteam gehören bis zu 5.000 Mann. In Bühl ist am Abend der neu gewählte Oberbürgermeister Hubert Schnur in sein Amt eingeführt worden. Schnur war bisher erster Bürgermeister in Bühl. Er folgt auf Hans Striebel, der nach 14 Jahren nicht mehr angetreten war. Neustart hier bei uns im Badischen. Nach dem Rückzug von den Osterfestspielen in Salzburg wollen die Berliner Philharmoniker im nächsten Jahr in Baden-Baden neues Publikum gewinnen. Starten sollen die ersten 9 Osterfestspiele am 23. März 2013 mit Mozarts Zauberflöte. Und soweit das Aktuellste von hier aus der Neue Welle Nachrichtenzentrale. Kommen Sie gut ins Wochenende.